Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Seit gestern bzw. vorgestern haben wir jetzt auch die Blueprint bekommen mit allen neuen Sachen, die in der Season 1 kommen. Und Leute, ich war so begeistert davon, dass wir endlich so weit sind. Und dann habe ich mir die Blueprint angeguckt, habe mir angeguckt, was Treyarch und Activision und sozusagen jetzt mit dem Update, oder es sind sogar zwei Updates, dazu gleich, was die uns alles entgegenwerfen, damit wir endlich ein volles Game spielen können. Leider ist es nicht so positiv, wie ich gedacht habe. Es sind ein paar schöne Sachen dabei, ein paar Sachen, über die wir reden wollen und müssen unbedingt. Und deshalb, Leute, ohne große Faxen fangen wir direkt damit an. Wir kriegen eine einzige neue Map, die wir noch nicht gespielt und gekannt haben. Und zwar Pines at the Mall. Diese Mall-Map haben wir in der Blueprint-Variante für die kommenden Sachen schon gesehen und auch die Leaks haben das schon gesagt. Dazu haben wir seit ein, zwei Wochen schon die Info gehabt, dass Raid, ein Klassiker, vielleicht eine der besten Black Ops-Teil-Maps, die wir je hatten, mit ins Spiel kommt. Also eine Remastered-Map. Generell habe ich nichts dagegen, wenn Remastered-Maps mit reinkommen, weil wir einfach Maps, die wirklich sehr gut sind, die jeder von uns gerne gespielt hat, mit dabei haben. Jetzt ist es aber so, dass wir noch eine weitere Map dazu bekommen. Und zwar Nuketown, Holiday Version. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, warum Nuketown, wir haben Nuketown. Diese drei Maps sind alle Maps, die mit der Season neu dazukommen. Das heißt, Nuketown nur in einem anderen Skin, es wird sich nicht anders spielen. Dazu Raid, eine 1 zu 1 Kopie aus dem vorherigen Black Ops Teil. Also jetzt nicht aus Black Ops 4, sondern schon ein bisschen länger her. Und dazu Pines at the Mall als neue Map. Das heißt, von eigentlich drei Maps, die dazukommen, haben wir zwei eigentlich schon komplett durchgespielt und eine einzige neue kommt dazu. Ich muss euch ehrlich sagen, Leute, ich habe das gesehen und habe mich gefragt, ob das jetzt normal so ist. Dazu erhalten wir im 2 gegen 2 Gunfight-Modus, der jetzt endlich auch dazu kommt, vier Maps ab dem Start von 2 gegen 2. Das heißt, auch nur dort vier neue Maps. 2 gegen 2 hat mich jetzt auch im letzten Modern Warfare-Teil nicht unbedingt gefesselt. Er hat durchaus Spaß gemacht und ich finde ihn wirklich nicht schlecht, aber es ist eher für mich was gewesen, so mal 20 Minuten ein bisschen Aim aufwärmen, ein bisschen Hände aufwärmen, ein bisschen ins Spiel kommen. Nichts, wo ich jetzt 6, 7 Stunden gesuchtet habe mit einem Partner, ob Luki, Pascal, irgendeiner von euch. Wir haben ein bisschen Abonnentenzocken gemacht und gesagt habe, geil, geil, geil. Das heißt, wer Spaß dran hat, vier Maps bekommt ihr am Anfang, nicht allzu viel, aber der Modus kommt überhaupt erstmal. Die vier Maps, die im 2 gegen 2 Gunfight-Modus sind ICBM, Game Show, KGB und U-Bahn. U-Bahn sieht aus wie eine alte U-Bahn, vielleicht irgendwo im Ostdeutschland aus den 80er Jahren oder so. Würde ungefähr mit dem Kalten Krieg auch zusammen hinkommen. Da gab es noch nicht allzu viel Leaks und Images von den Maps an sich, aber die 2 gegen 2 Maps spielen sich ja fast alle relativ ähnlich, weil sie eben alle relativ klein sind. Zusätzlich mit der neuen Season bekommen wir zwei neue Spielmodi, wovon wir einen schon kennen und einer tatsächlich komplett neu ist. Der erste Modi, und da habe ich persönlich erwartet, dass wir, wenn wir den überhaupt bekommen, dass er sehr, sehr spät erst kommen wird mit der dritten, vierten Season, ist Prop Hunt. Dazu kommt ein zweiter Modus, den ich so noch nie gesehen, gehört habe. Dieser Modus heißt Dropkick. Dropkick wird ein Modus sein, in dem auf der Mitte der Karte eine Art Geldkoffer zu finden sein wird und ihr könnt mit eurem Team gegen das andere Team antreten. Alle Teams haben, glaube ich, erstmal ganz normal Waffen. Das Team, was zuerst diesen Geldkoffer in der Mitte einsackt, verliert seine Waffen, kriegt nur noch sehr powervolle Pistols, so wurde es gesagt, und muss diesen Geldkoffer wahrscheinlich auf die andere Seite der Map dann unterbringen. Erst wenn das Team diesen Geldkoffer verliert, alle ausgeschaltet sind, bekommt ihr als Team, wenn ihr den Geldkoffer hattet, eure Waffen wieder zurück und jagt das andere Team. Dann, Freunde, nehme ich mir jetzt noch ungefähr 12 Sekunden Zeit für ein bisschen Werbung. In der Zeit einmal gern zuhören, ansonsten nach vorne skippen. Ich habe jetzt meine Testphase mit Loot Gaming Booster hinter mir. Und zwar habe ich jetzt fast eine Woche lang meinen eigenen Geschmack sozusagen getestet. Zu Hause, auf der Arbeit, wenn ich Videos geschnitten habe und. Das heißt, wenn ihr Gaming Booster mal ausprobieren wollt, kann ich euch nur empfehlen, nehmt den Code Chappy25 für ein Viertel Rabatt auf eure Bestellung. Ich bin der einzige Premium-Partner und mega stolz darauf, dass ich das erreicht habe, der diesen Code hat. 25% ist zu Weihnachten wirklich super. Wir haben noch weitere Infos zur neuen Season, was den Multiplayer angeht. Und zwar kommt zu dem normalen Update noch ein zweites Update und dieses Update wird ein Waffentuning-Update sein.
Wir bekommen auch noch neue Waffen dazu. Die Guza, die Mag-10 und die Street Sweeper. Das ist eine Shotgun, ich vermute vollautomatisch. Die Mag-10 sieht eher aus wie eine Uzi, das heißt hohe Feuerrate, gute Beweglichkeit, viel Rückstoß wahrscheinlich. Und die Groza wird wieder eine Sturmgewehr sein oder ein Sturmgewehr mit hoher Feuerrate, wenig Schaden in Anführungsstrichen. Das heißt, keine Manowar würde ich mir zum Beispiel wünschen, eine Waffe, die Mini-Manowar war. Denn alle Sturmgewehre, die wir haben, haben eine hohe Feuerrate, machen dementsprechend einfach fast die gleichen Attribute aus. Und alle Sturmgewehre spielen sich meiner Meinung nach bis auf winzige Unterschiede gleich. So eine Waffe wie die Manowar, wie wir hatten, vielleicht so eine ICR, die extrem genau ist, aber wenig Feuerrate hat, vielleicht hohen Schaden. Sowas hätte ich mir gewünscht, werden wir aber dieses Jahr nicht bekommen. Zu Ground War wird auch eine neue Karte bekommen. Diese neue Karte ist an einem Lake, das heißt an einem Fluss angelehnt. Und wenn man sich das anguckt, dazu kommt nämlich auch ein neues Hovercraft, womit man über diese Ground War Karte dann rüberfahren kann. In Black Ops Cold War, bevor ihr mich jetzt korrigiert, ich weiß, dass es nicht Ground War heißt. Es heißt hier Dirty Bomb Fire Team. Ich kann mir Ground War persönlich immer einfacher merken. Das wird aber erst irgendwann Mitte der Season 1 kommen. Und so wie es aussieht, wird auch dieses Stück von der Karte mit Sicherheit zusammen mit den anderen Dirty Bomb Fireteam Maps die neue Warzone Map sein, die wir aber erst später bekommen. Ich vermute, wenn Warzone das einjährige Geburtstagskindchen ist sozusagen. Zusätzlich bekommen wir zu all diesen neuen Sachen natürlich auch noch neue Operator. Und der erste, und den haben wir schon länger gesehen, ist Ditch. Zusätzlich bekommen wir Zaner, sieht aus wie eine Frau mit so einer Maske vorne, und Bulldozer. Stitch wird höchstwahrscheinlich zusammen mit Zaner und Bulldozer in dem Season Pass mit drin sein, der automatisch ja kommt. In diesem Season Pass, da gab es ein paar Leaks und Images zu, scheint auch nichts Besonderes zu sein, was wir so noch nicht gesehen haben. Ihr werdet wieder CP-Points bekommen, das heißt, wenn ihr für 900 Punkte den Battle Pass kauft, kriegt ihr auch 900 Punkte, wenn ihr ihn durchspielt, wieder zurück. Dazu bekommt ihr eben ein, zwei Blueprint-Varianten, ein, zwei Waffen-Charms, ein, zwei Gesten. Das heißt, relativ viel Unsinn, den kein Mensch eigentlich so wirklich braucht. Und neben diesen ganzen Sachen gibt es noch eine sehr, sehr wichtige Sache, worauf sich viele OGs von euch freuen und ich genauso. Der Harp oder Hater, Orbitalsatellit, VZ. Nennt ihn, wie ihr wollt, er wird jetzt zur Season 1 dazukommen. Ich werde bisher immer, ich verstehe immer noch nicht, warum der nicht gleich am Anfang des Games dabei war. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, den später erst reinzubringen. Er wird aber kommen. Er wird 7000 Punkte kosten und jetzt kommt ein bisschen das Gute und ein bisschen das Schlechte. Das Gute an dem Harp, er wird ganz normal, ohne immer wieder zu aktualisieren, eure Gegner zeigen. Und zwar in welche Richtung sie gucken, in welche Richtung sie laufen, wo sie sich befinden. 40 Sekunden wird erhalten, so weit, so gut, kann ich voll mitleben. Jetzt der Nachteil, der Harp kann runtergeschossen werden von diesem Patrouillengeschwader, was 2500 Punkte kostet, das heißt ein Drittel von dem, was der Harp kostet, von den Raketengeschützen, die ihr als Feldaufrüstung bekommt, wovon auch gefühlt jeder irgendwie eins immer dabei hat, und von Raketenwerfern. Was das bedeutet, entweder in den letzten 2 Minuten von jedem Game wird jeder in Herrschaft diesen Harp automatisch haben, denn eure Punkte resetten sich ja nicht. Oder wenn ihr ihn habt und nicht allzu viele haben ihn bekommen, ruft einer so ein Luftgeschwader und der Orbi, der Hater, ist wieder weg. Das sind aber eigentlich die wichtigsten Infos, die wir komplett bekommen haben zum Multiplayer. Kommen wir zu Warzone. Das allererste, was mir absolut aufgefallen ist, muss man sagen, der Gulag wird geändert oder das Gulag oder die Gulag. Das alte Gulag wird verschwinden komplett und es kommt ein neues Gulag. Und was dieses Gulag ist, haben wir auf den Images auch gesehen. Es sieht aus wie die Mitte von Nuketown und es ist die Mitte von Nuketown. Es passt natürlich zum Cold War Theme, das muss man ganz ehrlich so sagen. Wie sich spielen wird, welche Waffen da drin sein werden, kann ich leider aktuell nicht sagen. Da kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Zu Warzone wird dann eben auch die Integration jetzt stattfinden von den Waffen von Black Ops Cold War, die wir so jetzt noch in Warzone noch nicht nutzen können. Das heißt, ihr könnt die AK-47 in Warzone nehmen, die ihr aus Modern Warfare habt, oder ihr könnt die AK-47 mit den Aufsätzen aus Black Ops Cold War nehmen, die ihr in Black Ops Cold War jetzt habt. Wie sie das Ganze mit den Stats und den Waffen machen, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, denn die Waffen müssen ja alle irgendwie vergleichbar sein. Es kann ja nicht sein, dass die eine Waffe, weil sie in Modern Warfare so stark ist, viel stärker in Warzone ist, als wenn ich meine AK-47 aus Black Ops Cold War nehme. Wie das Ganze funktionieren wird, weiß keiner aktuell, da werden wir noch ein bisschen abwarten müssen. Generell bin ich aber sehr gespannt, ob sie es hinkriegen, dass Warzone für uns alle nochmal ein Jahr richtig geil ist, nochmal richtig Spaß macht, bis dann irgendwann das neue COD kommt mit vielleicht Blackout 2 oder auch nicht, man weiß es nicht.
Wenn ihr nach meiner aktuellen Meinung fragt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, bin ich mehr enttäuscht als begeistert. Drei neue Maps, wovon wir zwei aber bereits kennen, wovon eine bereits im Game drinne ist und eine sich nur genagelneu spielen lässt. 2 gegen 2 Gunfight-Modus, nur mit 4 Maps, was auch relativ wenig ist. 3 neue Waffen, wovon wir eigentlich 3 Waffen schon haben. Die Sniper sind immer noch relativ schlecht, bekommen anscheinend auch keine neue Sniper dazu. Ganz viel davon ist für mich eher fragwürdig. Ich weiß nicht, warum dieses Update so gemacht wird. Ich möchte mich auch gerne heute ein bisschen zurückhalten, ohne jetzt hier irgendwie groß zu kritisieren oder mich selbst komplett zurückzuhalten. Aber ich würde sagen, wir müssen absolut abwarten, wie das Update sich nachher spielen wird. Aber wirklich, und das muss ich einmal kurz erwähnen, ich habe das Gefühl, dass wir nach 1-2 Wochen schon das Gefühl haben, dieses Update ist aufgebraucht, alles Gute ist raus und vielen wird langweilig. Ich hoffe es nicht, wir werden es abwarten müssen. Das heißt, lasst gerne ein Like da, Leute, lasst gerne ein Abo da. Gönnt euch ein bisschen Gaming Booster, wenn ihr Bock habt. Ich bin raus, haut rein. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible.